Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Video? Okay. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich die aktuelle Sarah Harrison and About Foodbox. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist ein Kavemsmann von Box. Wir haben aber tatsächlich hier gar nicht so viele Produkte eigentlich drin, aber das ist egal. 6 bis 8 Produkte finden wir in dieser Box. 29,90 € kostet sie pro Box. Erscheint alle 3 Monate. Ich setze euch mal einen Link in die Videobeschreibung rein. Das ist ein Freunde-Werben-Freunde-Link. Da bekommst du dann die Box ein bisschen günstiger und ich kann bei About Food Guthaben sammeln, um mir dafür dann irgendwelche Sachen nachzukaufen, die es dort im Shop gibt. Oder die Adventskalender, die ja bald rauskommen. Wahrscheinlich bald. Genau. Und hier sind drin Food- und Beauty-Favoriten von Sarah. Und ja, genau, 6 bis 8 Produkte alle 3 Monate. So steht es auf der Homepage. Ich habe sie im Abo und bekomme sie dementsprechend dann auch immer nach Hause. Und dann dürfte das ja jetzt die Mai-, Juni- und Juli-Box sein. Und dann schauen wir mal hinein. Ich bin nicht immer so geflasht davon. Ich bin mal sehr gespannt, was wir diesen Monat hier drin haben. Ich habe jetzt einmal den Deckel entfernt. Letztes Mal war es wieder irgendwie ein bisschen besser. Manchmal ist es eher so, dass ich mir denke, vielleicht möchte ich sie doch nicht wieder haben. Full of Love steht hier drauf. Aber dafür mache ich ja die Unboxings, dass ihr wisst, was in der Box drin ist und ob die sich lohnt. Ne? Weil theoretisch kannst du ja auch eine Box dann abonnieren und dann direkt deabonnieren, je nachdem. Dann haben wir hier ein Booklet, da schauen wir doch gleich mal zusammen rein mit der wunderschönen Sarah Harrison drauf. Und hier sehen wir auch schon das ein oder andere Produkt. Sehr viele Food-Produkte, aber wie gesagt auch Beauty-Produkte. Und dann gucken wir mal, was die liebe Sarah sich beim Boxenpacken gedacht hat. Hey du, wie schön, dass du dir den Mai mit meinem Highlights, wie schön, dass ich dir den Mai mit meinen Highlights aus der Food- und Beauty-Welt verzaubern darf. Diesen Monat kannst du dich auf 7 tolle Produkte freuen, darunter 2 nachhaltige und vegane Beauty-Neuentdeckungen und ein farbenfrohes Accessoire, das dein Outfit in wenigen Sekunden aufpeppt. Aber natürlich gibt es auch leckere Überraschungen zum Genießen, beispielsweise Porridge für einen energiegeladenen Start in den Tag, ein Getränk für ganz entspannte Abende und was zum Snacken, süß und salzig. Gerade jetzt, wo es draußen schön warm ist und Sommer in der Luft liegt, dürfen gute Snacks nicht fehlen. Man ist wieder viel draußen, unternimmt Ausflüge oder genießt den Sonntagnachmittag im Park und irgendwann meldet sich der kleine Hunger. Ich bin immer wieder begeistert, wie viele tolle Produkte es inzwischen gibt, die ohne raffinierten Zucker hergestellt werden, nur natürliche Zutaten und viele Nährstoffe enthalten und oftmals sogar glutenfrei sind. Ich hoffe, dir schmeckt alles genauso gut wie mir und wünsche dir ganz viel Freude mit der Maibox. Liebe Grüße, deine Sarah. Sehr süß geschrieben, sehr persönlich geschrieben und auch die entsprechenden Produktbeschreibungen sind auch immer sehr nett gestaltet. Preise stehen hier nicht drin, suche ich dann aus dem Internet raus. Hier haben wir dann das Rezept Porridge Tartlets und hier ist immer ein Rezept wohl irgendwie mit dabei, ne? Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal hinein. Als erstes erwartet uns wirklich etwas zum Snacken. Naturally Delicious Brown Rice Chips. Basket by Mr. B. Paprika. Vegan, not fried, glutenfrei. Ja, so schaut das Ding aus. Ist halt eine Tüte. Wie viel haben wir denn hier drin? 60 Gramm. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal snacken. Ne? Abends einfach mal probieren. Also quasi Reischips mit Paprikageschmack. Hört sich für mich auf jeden Fall sehr, sehr lecker an. Wird nach unten wandern und probiert werden. Ein Produkt, was wir auch öfters mal in Boxen drin haben, was ich aber ehrlich gesagt gut finde, ist hier von Three Bears und das hier ist tatsächlich eine große Originalpackung. Der Geschmack ist Apfel-Ingwer. Da weiß ich jetzt echt nicht, ob mir das gefällt. Also ich glaube nämlich nicht, weil Ingwer, es ist gesund, es ist ein Superfood, es ist auch tatsächlich am Morgen dann auch eine ganz sinnvolle Geschichte, ne? Aber ich glaube, ich mag das nicht. Ich weiß es nicht. Muss mal gucken, ob ich das mag. Ich weiß es wirklich nicht. Mit Vitamin C, E, B6, B9, B12 hört sich ja nett an, ne? Und Porridge kannst du ja entweder mit warmer Milch zubereiten oder mit warmem Wasser, je nachdem, wie man das so haben möchte. Und dann nimmst du einfach 50 Gramm Porridge und 150 Milliliter Wasser, Milch oder Pflanzendrink und dann kannst du das zusammen mischen, dann kannst du es irgendwie erwärmen, dann ist super. 400 Gramm sind hier drin enthalten. Das ist auf jeden Fall eine schöne, große Geschichte. Das ist auf jeden Fall cool, ne? Kann man wirklich sagen, wenn man Ingwer mag. Dann habe ich hier etwas drin. Mai Rapunzel, ein Hitzeschutz. Das finde ich cool. Märchenhaft schönes Haar mit Jojoba und Kokosöl. Schutz vor Hitze, intensive Geschmeidigkeit. Oh, das finde ich klasse. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, von Mai Rapunzel habe ich auch noch nie was gehabt, aber öfter schon mal was gehört.
Hallo, wie riechst du denn? Oh, zitrisch. Okay, das ist dann nicht was für mich, aber für eine Freundin von mir. Wir haben übermorgen Mädelsabend und dann werde ich ihr das mal geben. Ich suche mir gleich nochmal hier die Kappe raus, weil hier fehlt eine Kappe. Aber das riecht halt zitrisch und ich mag nicht so gerne zitrische Düfte. Sie liebt es aber und sie hat mir explizit geschrieben, wenn du irgendwas mit zitrischen Düften hast, Claudi, ich nehme das sehr, sehr gerne. Also liebe Sandra, das kommt schon direkt für dich zur Seite. Dann habe ich hier drin enthalten Moonmilk Nirvana, natürlicher Schlummertrunk. Mit Marzis oder Markis und feinherber Ingwernote. Also man muss wirklich Ingwer mögen. 5x5 Gramm sind hier drin enthalten. Bin ich irgendwie aktuell nicht so ganz auf dem Trip. Und ich finde auch ganz ehrlich, dass Ingwer nicht unbedingt in den Sommer passt. Das ist halt eher so, ne, wir kennen ja auch dieses Gingerbread, ist ja mehr so Richtung Weihnachten halt so, ne. Naja, wir gucken weiter. Dann habe ich hier etwas drin enthalten von Six Accessoires. Okay, das ist eine Haarspange, die ich ehrlich gesagt schön finde. Das ist eine schöne frische Farbe, die man, ja, so Richtung Frühling, ne, in Pastelltönen, mag ich gerne leiden. Es ist sehr, sehr, also man muss es mögen, ne, sehr speziell finde ich tatsächlich auch vom Design her, aber ich finde es cool. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass ich damit meine Haare dann im Sommer einfach so nach hinten mache, zack, ne? Oder beim Schminken oder so, kann ich mir wirklich gut vorstellen. Ich finde es cool. Also das ist für mich ein sinnvolles Accessoire, was ich mir hier auch direkt mal an den Tisch packe. Weil hier mache ich mich dann ja auch meistens fertig, ne? Da macht es ja Sinn, wenn ich es hier habe, aber ich kriege gerade dieses Plastik nicht ab. Okay, schade Schokolade. Dann habe ich hier noch ein paar Sachen drin, zum Beispiel die Kappe, die mir eben gefehlt hat. Super Balls Raw Organic Snack Goodness. Happy Glow, Apple, Kia. Das mag ich. Energy Balls und Superfood, Snack and Go, Open and Close. Oh, das wird aber sehr schnell gesnackt. Ne? 7 Bälle sind hier drin. Ja, wobei, nee, tatsächlich ist es so, dass die auch sehr satt machen. Ne? Stelle ich mir an meinen Schneidetisch. Sowas mag ich gerne. Diesen, ja, ich habe es gerade gefühlt, die sind so schön soft. Da habe ich Bock drauf. Kann man natürlich selber auch herstellen, haben schon einige mir mal geschrieben von euch, ne? Aber ich habe dafür einfach keine Zeit, muss ich gestehen. Dann habe ich hier noch eine Mascara drin enthalten, die mit pflanzlichem Keratin Endless Lashes Mascara von Lavera ist das. Die hatten wir auch, glaube ich, sogar im Adventskalender von der lieben Sarah mit dabei. Deswegen, ja, es ist jetzt nichts, wo ich sage, hooray, die habe ich noch gar nicht da. Ja. Ist okay, ne? Mascara freut man sich ja normalerweise schon in der Box drüber. Ich feiere das jetzt ehrlich gesagt einfach für mich nicht so sehr, weil ich bin eher so ein Typ, ich brauche Wawawu-Mascara, die halt was Krasses anstellt, weil wenn ich so intensive Looks wie heute habe, da geht Mascara halt schnell unter, ne? Und dann brauche ich halt eine Mascara, die intensiver ist. Und das macht die von Lavera leider nicht. Ja. Und das ist jetzt hier einmal die Box gewesen. Hier haben wir dann, ne, die leere Box mit ein bisschen Schnipseln noch drin. Die ist für mich keine 29,90 Euro wert. So schade, wie es ist, ne? Also ich finde, dass hier schon coole Produkte drin sind. Für 10 Euro weniger wäre es eine Sache gewesen, wo ich sage, ja, das ist ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, hat sich gelohnt, ne? Das wäre ich schon bereit. Aber das finde ich jetzt mal wieder so ein bisschen doof. Ich finde es schwierig, aber ich hoffe die ganze Zeit, dass die Box sich fängt. Ich gucke einfach mal, was so passiert. Ich lasse es noch ein bisschen laufen. Komm, wir sind mal gut drauf und dann schauen wir einfach mal, was beim nächsten Mal drin ist. Aber falls ihr anderer Meinung seid und ihr die Produkte vielleicht mega feiert, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr so am coolsten fandet. Und dann wäre es das hier auch gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich hier super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!